Nein, nein. Kannst du Wunsch für den Fünfer, kannst du auch Einzel. Mach Power, aber mach das vorsichtig, mach das schlau. Geh mal zu, dass die Räume eng sind und dass die Leute, wenn ihr lang andauernd auf Tessi spielt, dann müsst ihr immer wieder hin und zurück und sind das auch bei 2x35 Minuten anstrengend. Tessi wollte irgendwie anziehen. Dann lasst ihn lieber im Mittelfeld laufen und lasst die Bälle flach. Sauber und den nächsten anspielen. Das wird von hinten an aufgezogen. Und dann kann Erik mal zwischendurch bestimmen, wo der Arti auch mal ein Überraschungsding kommt. Hier im Stadion von SV Buchholz. Ein warmer, ein großer, ein unglaublicher Applaus bitte für die Spieler. Andreas, komm mal her. Hast du dein Handy starten? Ja, ich starte klar, ja. Machen Sie den...
Guck mal, ich habe ja. Schon zwei oder drei Jahre bei uns in der Staffel, wenn ich rein wollen. Eine gute Erfahrung. Gute Erfahrung. Komm auf, komm auf, komm auf! Oh, schade! Der geht direkt ins Tor. Doch nicht schlecht. Es muss endlich eine Entscheidung geben. Das heißt, keine Verlängerung, natürlich nicht. Das wollen wir euch nicht antun. Aber wir kommen zu den Elfmeterschießen. Die Schiris übernehmen ihren Job. Die Mannschaft überlegt schon mal, wer soll schießen. Wo holt ins Tor? Das ist das Schütze für Hertha. Stefan, Paolo, Heinrich. Schätze, war schon eh dahinter ins Horn. Und Tor. Hertha, 1:2. Jetzt im Elfmeterschießen für Hertha. Heiko Paule Grüne schießt das zweite Tor für Hertha. Das war Heiko Paule Grüne. Jawohl. Heiko Paule Grüne schießt das zweite Tor für Hertha. Das war Heiko Paule Grüne. Jawohl. 4:3 für Hertha BSC. Warte! Der Schiri nicht mehr an! Stellt euch zu zweit drin! Ja, war alle die gleiche Pose. Ich hab gerade die Hälfte drin! Marcel Teske. Du hast du Essen oder was? Super. Hast du Essen? Seid ihr dran? Ja. Unglaublich, ja. Und gehalten.
gehalten. Gehalten. Es bleibt beim 4 zu 4. Und 5 zu 4 für den SV Buchholz. Und 5 zu 4 für den SV Buchholz. Martin Ostmann. Das ist die Entscheidung. Und gehalten! 6 zu 4 für den SV Buchholz. Geht durch? Unglaublich, dass er die Entscheidung des SV Buchholz gewinnt. 6 zu 4. 5 zu 4. 6 zu 4. 5 zu 4. 6 zu 4.6-4 für Buchholz, ne? Dann nochmal vielen Dank, fürs gute Spiel. Danke. Und tschüss. Danke. Schiedsrichter.